Oh, allein. 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 Warum kam das jetzt eigentlich? Angeklickt. Mann. Aha. Schnell weg. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Wir müssen die Verderbnis des Himmels aufhalten. Nein. Doch. Alter, lass doch nicht vor. Doch, du hast sowieso zu viel Level. Stimmt gar nicht. Doch, Mann. Ich will Level 3000 sein. Aha. Dann könnt ihr sagen, ich hab zu viel. Ja, Foxy, du musst dir den Season Pass kaufen, dann bist du höher. Aha. Mann, du juckt Season meine Hand jetzt. Und auch die letzte Kugel. Im Aska fängt jetzt gleich alles an zu jucken und dann explodiert er. Wird er wahnsinnig. Jetzt riefen sie mit höllischer Verderbnis. Sieht ja ekelhaft hier aus. So wie in Foxys Innerem. Oh, ist gerade das Spiel abgestürzt? Nee. Oh, ist es gerade das Spiel abgestürzt? Wie ist auch noch so fragt? Jetzt werde ich mich beweisen. Oha, was ist das denn? Oh Gott, das tut weh! Hey, jetzt. So, ich hab ein Stoppel wegen euch, danke. Wieso krieg ich wegen denen jetzt kein Wissen? Oder von denen kein Wissen? Die Beziehung hatten wir schon. Echt? Ja, ganz am Anfang, wo wir hier reingekommen sind. Ja, aber da habe ich das Wissen auch noch nicht, bekommen. Ja, aber du hast wahrscheinlich weggeklickt. Vielleicht habe ich verpasst, weil ich da was anderes getötet habe. Ja, genau, aber da kommen drei Stück hintereinander weg. So drei verschiedene Gegner und ich habe nur zwei mitbekommen. Du hast dich also auf den Oberes zu zerstören. Du wirst es nicht schaffen. Hey, da ist ein Reiter verstanden. Gut gemacht, Nefanel. Diablos bösartige Diener können dieses Höllentor nicht mehr benutzen, um in die silberne Stadt zu kommen. Jetzt verbleibt nur noch ein Warum blinkt es da so? Böse. Weil er nicht kommen will im TTS. Das ist nicht das einzige Tor zur Hölle. Der Sturm der Wallner so. Ja, am Verkuckeln. Wir sind Wallnerlos. Oh. Genau, das ist nur so. Ja, wir sind führerlos. Nicht so schlimm wie wir sind Wallner los. Oh. Ja. Aber eins muss man ja den Engeln lassen, die sind so unnutz. Ja. So scheiße. Die sind da frei, ne? So wie Trunks. Ja, also nein, noch schlimmer. Oha. Also die sind auch OP als Mr. Satan. Naja, Mr. Satan ist ohnehin OP OP. Ja, ja. Vor allem seine Ulti. Ja. Die macht einfach so viel Schaden. Die macht einfach den so viel Schaden und die macht niemanden Schaden, aber er lacht dämlich dabei. Das ist das Beste. Wobei dieses Lachen, es tötet einfach alles. Dieses ja. Ha 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 ha. Einfach weil er der Weltmeister ist. Also wenn du mal bei Dragon Ball so als Mensch spielst, musst du so gleich als erstes Mr. Satan als Meister nehmen. Ja, wer ist dein erster Meister gewesen? Ja, Mr. Satan. Den hab ich dir erstmal voll gemacht. Weil seine Ulti so OP ist. Ja. Vor allem, das erste, was man von ihm bekommt, einst Menschen und große Krieger. Das einzige, was man von ihm gleich bekommt, ist einfach so ein schwuler Tritt oder so. So ein Kickangriff oder so. Komm mal von Krillin aus. Machte sich diese Marke zu Nutzen und führte sie mit einem Trick in die Knechtschaft. Mit der Zeit entstellte sein Zorn ihre menschliche Form und hinterließ nichts als feurige Gespenster, die weder Schmerz, Furcht noch Zweifel kennen. Ah, special.
Stimme, Mann. Ich hab was gehört. Nieder, ihr Scheusale. Nieder, ihr Scheusale. Ihr Scheusale. Stumm viele. Ich kann weiter schießen. Ach, das erinnert mich jetzt wieder an das Video, was ich gesehen habe, mit den Kuckli-Detektiven, die Anime an. Oh Gott. Gelehrte glauben, ja, ja. Dass diese Geschwister ähnlichen Schrecken aus konzentrierten... Schau dir das nicht an! Andere wiederum sind der Meinung, dass sie... Das ist so arm! Sind, die von Diablo so schlimm! Sie so schlimm! Durch die Dunkelheit. Aber wirklich, wenn der so richtig ausrastet, spricht er genauso. Bereit, ein unvorsichtiges Opfer zu finden, um es zu ersticken. Vielleicht bin das sogar ich. Wobei, ich bin, wenn man so nach dem geht und wie sich manche Leute so anhören wie ich, bin ich wahrscheinlich schon laut irgendwie ein paar Personen, schon mindestens 10 Leute in einer Person oder so. Oder eher gesagt, 10 Leute gleichzeitig. Wir sollten mal in die Stadt gehen und dann ein bisschen Zeug weghauen. Nein, ich muss zurückkehren. Mein Sieg steht kurz. Geht ihr mal zum Tor der Hölle vielleicht? Auch langsam voll. Ja, ich auch. Ich brauch das gute Loot. Jetzt zur Stadt, mir scheißegal. Das wenn da 10 Legendäre drauf. Was dann? Ja, während ich gerade hier bin. Mein Inventar überkühlt. Er hat sein Inventar schon doppelt so voll, als es überhaupt voll sein kann. Ja, Shield Hex. Der Angelus-Wacht setzt sich aus 5 Erzengeln zusammen. Wie wenn du den Oculus zerstörst, wird man keinen Tor dich verschlingen. Cool. Die Höllentore sind geschlossen. Ihr habt meine Erwartungen weit. Was? Wie ist Foxy jetzt gestorben? Was? Ja, ich seh nur noch so, da ist dieses Portal und dann so nur so Grabstein, hä? Und dann so Foxy. Foxy kann doch angelaufen, der war schon ein toter Boss. Ich dachte auch gerade, hä, warum kann ich mich nicht mehr ausrüsten? Weil ich gerade noch voll Leben hatte. Ja, die Krassheit hat hier einfach vernichtet. Ja, die Krassheit von MC Hammer, weil der hieß ja Hammer oder so. Nicht MC Hold, nein, MC Hammer. MC Fresh Dumbledore oder so. Wobei Fresh Dumbledore schon eher mehr mehr schon zu den älteren Sachen gehört. Aber immer noch cool ist. So. Nein. Annehmen. Annehmen. Ja. Diablo zu besiegen. Oh ja. Wir müssen Diablo jetzt besiegen. Cool. Man reicht nie Diablo. Der ist weg. Oha. Es kommen 10 davon. Die Kunde. Ihr. Euresgleichen hat hier nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Du ein Zähbitch. Wie die anderen einfach auch verschwinden. Denkst du, hä, was machen wir? Jetzt machen wir folgen dem Spruch, dem Spaß da mal. Das ist auch. Darf ich mal fragen, wer auf die Idee kam, den, hier, von Blizzard einfach mal zu sagen: Ja, Diablo will den Kristallbogen an der Spitze des silbernen Turms verderben. Wenn er Erfolg hat, werden die hohen Himmel für immer verloren sein. Tyrael und ich werden uns dem Herrn des Schreckens selbst stellen. Also ich bin ja schon im neuen Gebiet. Wie fühlt sich das an?
Zu wissen, dass ihr mir dabei bleib doch mal da! Habt, zum obersten Übel also, zu werden. All euren tapferen Taten zu ja? Ist doch das Einzige, bleib einfach da! Na, na, na! Zwar verlassen, aber es so wiederzusehen. Jede Freude, die ich vielleicht empfunden hätte, wird von Trauer. Ist das Tor oder? Nach oben. Nee, kein Loot. Wir müssen zur Spitze gelangen. Boah, kein Loot, ey. Das war kein Gegner. Das war ein scheiß Gegner, also wirklich. Droppt nichts. So was nicht. Kann man keinen Gegner nehmen. Kein Stück! Diablo erklimmt den. Ich lebte nur, um meinem Meister Belial zu dienen. Aber du hast ihn getötet und das oberste Übel auf die Welt losgelassen. Cool. Guck, die Bilder nicht. Da ist aber nichts drin. Nein, hör auf, das zu benutzen! Moment mal, ist Tyra hier gerade mit mir gegangen? Ja. Der folgt aus dem Zillort. Ich hab aber auch drauf geklickt. Alter. Seid jetzt frei. Mein Glaube wird belohnt. Die Hammerfürsten sind brutale Aufseher, die in ihrer Macht nur noch von den Siebenüben selbst übertroffen werden. Die Hammerdämonen herrschen über die brodelnden äußeren Bereiche der Höllen, die die zentralen Reiche umgeben und haben sich lange geweigert, sich einer der Armeen der geringen Übel anzuschließen. Ich kannte Inarius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln weilte. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde und er begann im Geheimen mit den Dämonen ein Bündnis zu schmieden, um Frieden zu erreichen. Das ist schon, ja, die Dämonin Lilith wurde zu seiner engsten Verbündeten in der Hölle. Und viele andere Dämonen und Engel schlossen sich ihm an. Wo hat die Schöpfungsgeschichte mit Ina von mit und von Inarius? Mhm. Da habe ich mir extra lauter Videos darüber angeguckt. Ein Video ging an sich auch nur über die guten Anu. Vor allem der Anfang der ganzen Geschichte von Dings hier von Diablo war, es war einfach nichts. Und in der Mitte dieses Nichts war einfach mal so ein Edelstein, in dem war einfach so ein Typ namens Anu. Und in dem war das, der war das Böse und das Gute zugleich. Ich erinnere mich jetzt an Kipu und so. Ja, ja. Dann hat er aber keinen Bock mehr auf das Böse und hat das Böse von sich gestoßen. Daraufhin entstand dann einfach mal Tatameth. Das ist so ein siebenköpfiger böser Drache. Und die haben in ihrer kleinen Mini-Dimension, in diesem Edelstein drinnen, haben sie die ganze Zeit gekämpft. Bis sie sich vernichtet haben. Ja, dann letztendlich haben sie sich dann gegenseitig vernichtet. Und so entstand dann aus den Teilen von Tatameth die sieben Übel, die sieben großen Übel und dann noch die und die brennenden Höllen. Und ja, und aus Anu entstand dieser komische Kristallbogen und die ganzen Engel. Das ist das Coolste. Du bist in so einem Ding eingeschlossen, hast nichts Besseres zu tun, als gegen irgendwas anderes zu kämpfen. Was irgendwo du selbst bist. Oh, langweilige Gegner in der Stätte. Geht's denn weiter? Nochmal. Ich glaube, diesen riesigen Bogen da hochlaufen. Wir sind überall Gegner. Und so. Das war jetzt die coolste, die beste Erzählung, die ihr je gehört habt, oder?
Was wird hier passieren, Mann? Jetzt warte doch, hier gibt's Sachen zu zerstören. Ja, renn. Er kommt hinterher. Bitte, stell ihn. Oh. Ja. Die haben wir eh alle teleportiert. Sieht aus, als wären wir beide in Ungnade gefallen, Troy. Komm schon, begrüße deinen ehemaligen Leutnant. Ich hab noch verstanden. Hm? Oh, der ist ein Melli, mal kann ich nicht, ne? Du hast... Raum, aus den Knochen ziehen. Erneut hast du versagt, Joy. Oh. Die Verdammnis kann nicht aufgehalten. Könnt euch bewegen. Ach, darum macht es so... Darum kriegt er so wenig Schaden. Darum dauert es so lange, ihn zu töten, oha? Es dreht... Oh, es ist nervig. Alter. Hilfe. Yeah. Nein, nicht, nicht, nicht. Oh, mein Inventar ist voll. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Tja. Der Energiesuhr war einst Führer eines Nordlands. Bleib mal hier. Doch wurde er nach einem unbedachten Angriff auf die Hölle Hallo, es gibt gerade für euch. Ich mach hier was hin. Aber Edelsteine. Über den großen Übel. Die einen kann ich nicht aufheben. Dass Isuar vor Jahren getötet wurde, doch ist sein Ersatz ist er noch nicht. Der gehört dir. Das Zeug gehört dir, also, Ich bin oft ja. zu dieser großen Spanne gekommen, um nachzudenken. Ja. Erstmal zurückgehen. Das Zeug kleinhauen und dann, zu Zillor teleportieren. Es gab hier einen Wegpunkt, Asgard, den du verpasst hast. Oha. Ja, wir sind sowieso gleich fertig. Ja, Mann. Ja, dann komm, lass uns mal vorgehen. Kann man da reinschauen? Ja, ne? Ja. Was ist denn das auch? Machen da so Special Boss? Du redest mit ihm. Wer ist das? Nein, da glaube ich, das ist alles gut. Oh. Kann man nicht mal als Loot nennen. Versklavte Albträume sind das Zeugnis dafür, dass es niemals Frieden geben wird zwischen Menschen und Dämonen. Zauberer, die versuchten, sich die dunklen Künste untertan zu machen und mit ihren schwarzen Zaubern der Dämonen zu beschwören, sind alle dazu verdammt, zu skelettartigen Albträumen zu werden. Gefesselt an eben jene Macht, die sie ihrem Willen unterwerfen wollten. Wuhu, legendäre Gegenstände, wuhu. Warte, was? Du kannst teleportieren. Nein, ich bin schon weg. Nein! Ja, renn, renn. Los, Aska. Vorzüglich! Du Zillot! Zum Zill im Ort! Was ist noch weniger so? Was? Ort wird mit T geschrieben. Na und? Du heißt ja nur. Also Zill Ort. Oh, oh, hat er gerade etwa Augenzwinker gemacht? Wow, ja. Augenzwinker? Ja. Die Insider kommen alle raus. Oh Gott. Technisch noch wieder noch ein richtiger Insider. Seht die Zerstörung, die Diablo angerichtet hat. Alles gut.
Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird das die Zukunft der gesamten Schöpfung sein. Den Kreuzzug hält nichts auf. Auch keine Gedienst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Evelyn, wie ich sehe, schenkt ihr meiner Warnung keine Beachtung. Cool. Oder denkt ihr vielleicht, ihr seid stark genug, um gegen mich anzutreten? Um gegen mich! Und wenn ihr mich auf die Probe stellen wollt, dann werden wir es herausfinden. Imperius, hört auf mit dem Irrsinn. Diablo ist der Feind, nicht die Nephalem. Imperius ist gleich schwul. Um euch werde ich mich noch früh genug kümmern. Warum leuchtet ihr auch so golden? Ich werde... Er besteht aus 50% Licht und 65% Gainus. Ja. Was naja, er hat ja ein bisschen Licht vorhin verloren, also. Nein. Ja. Diablo hat den Bogen erreicht. Das steht dann nur noch aus 60% Gainis und 35% Licht. Nein. Aha. Und 5%, und 5% Leere. Einfach nicht. Wobei nicht, seine Gainis ist auf 65% gestiegen. Wir müssen Diablo schlagen, bevor das geschieht. Dann ist es an uns. Jetzt gestiegen werden. Ich freue mich, dass ihr ein Sterblicher seid, mein Freund. Wie seine Flügel so wenig kreisen. Es versperrt uns den Weg. Bleibt zurück. Eldruins Licht wird den Weg freimachen. Volle Special Effects waren das jetzt aber auch. Ey. Boah, das war ja richtig krass Hardcore. Das Tor ist geöffnet, Nephalem. Diese letzte Prüfung ist nur für euch bestimmt. Moment mal. Ihr wart ein guter Kommandant. Wir sind Level 52 und Foxy ist Level 50, cool. Alter, ich hab schon fast wieder ein halbes Level, aber. Ja, vor Level! For the win! Okay. Ich besiege ihn zuerst. Ey, ich mach euch fertig! Ich bin schneller als Foxy. Oh, jetzt sind die alle da. Guck mal. Er hat keine Beine mehr. Oh, jetzt hat er welche. Ihr erinnert mich an Ragnaros. Ich bin vier Arme. Ja, und er hat Brüste. Ist das eine Sie? Ja, Diablo ist eine Sie. Du hast gerade eher an Brüste gesagt. Ja, irgendwo ist es auch ein Mann, also Was denn jetzt? Er hat den. Ja, ein E. Diablo ist ein E. Ein S. Ja, ein S. Es ist und so. Wow, spannender Bosskampf, wow. Wow, Augenzwinker, wow. Ach, shit. Mein Schreckensreich wird dich nun verschlingen. Oh, nee, nicht das. Oh. Wow, Foxy hat mit in seiner super Special Form eine Glatze. Ja, ist so. Ist dir aufgefallen. Guck, ich bin so, oh, Foxy hat eine Glatze. So, so eine allsehende Glatze und so. Durch einen Sieg über uns wirst du in dein eigenes Reich zurückkehren können. Ja, spannend, langweilig. So wie die allsehende Krone und sowas, dort gibt's ja auch, glaube ich mal. Cool, Schattenklon, Dämon, der ist viel stärker als ich. Hilfe! Hört auf! Hört auf! Oh nein, das sind einfach unsere Ebenbilder, ey. Ja, es sind wir. 2.0! Was, den Schreckentier? Welches Schreckentier? Alter, ich bin viel zu stark, um gegen Level zu kämpfen. Hilfe, es brennt nicht. Ja, wie die mal wegfliegen. Oh shit. Alter, man merkt, ich hab voll den mein Charakter ist voll der Tank. Flieg jetzt so behindert weg wie die anderen. Ja.
auf Tastatur kümmern. Oh, jetzt müssen wir schon wieder gehen. Ich muss hier zurück. Ich belebe mal Foxy wieder. Der liegt die ganze Zeit da. Ich sehe das gerade, ja. Fox, was hast du getan gemacht? Eine Blitzkugel gegen meinen Kopf. Genau, dein eigenes Ebenbild tötet dich einfach. Wie so ein Vampir! Scheiß Licht! Alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nephalem. Echt? Also wenn ich tot bin, sind auch alle anderen tot, cool. Cool, gut zu wissen. Ja, wenn du stirbst, explodiert das Universum. Ja, da explodieren dann die ganzen, da explodieren alle Leute, die genau, so einfach so die ganze Welt explodiert dann einfach so, boom. So, Verbindung und so. Ach, ich bin einfach zu mächtig. Foxy, tanz einfach. Foxy, Kamehameha und so. Zillow tanzt da so. Ja, meine Krassheit hat ihn einfach vernichtet. Ja. Nichts anderes. Und jetzt nehmen wir oberstes Gericht. Die Krassheit von MC Holt. Bin ich auf den Flicken. Ja. Ja, es regnet Gold aus ihm raus. Warte auf meinen legendären Gegenstand. Kommt aber keiner. Oh, doch einer. Brustpanzer. Oh, immerhin einer. Denk ich nur so. Oh, zum Glück ist einer noch gedroppt. Sonst hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wow, ist das Amulett. Was ist hier? Zehnmal so stark. Wow. Wow. Oh. 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 Okay. Sieht etwas hässlich aus, Oskar. Was? Was sieht etwas hässlich aus? Du. Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. So sieht auch voll herzlich aus, Zillord. Mit deinen überbreiten Schultern. Ja, sollen wir als Ring alles gleich machen? Ja. Wollt ihr nächsten Tag begeben? Nein, das stimmt nicht. Gut, das heißt, wir haben ja das abgeschlossene Wasser. Ja, ja, machen wir nächstes Mal hier weiter. Nach der Pause hier weiter. Ich kehre in die Stadt zurück. Muss ich mir genau angucken, das kenne ich überhaupt nicht. Cool. Ich und Oskar haben den durchgezogen. Wir beide. Ja, ja, wir beide haben ja alleine durchgezockt. Aber nicht zusammen. Das würde ich nicht schaffen, mit Zillord noch was zu spielen. Zu zweit. Als eine Person. Lass alles gegen eins machen. Warum willst du unbedingt 1 gegen 1 gegen ihn machen, nur damit du verlierst? Bell gewinnt, das weißt du. Warum solltest du? Los, komm, hier ist der. Gewinn. Achso, du willst es beim Schmied machen, oder? Jo, da wollen wir mal sagen, das war Diablo erstmal. Wir machen erstmal Pause und wir sehen uns dann nach der Pause wieder, beziehungsweise am nächsten Tag. Genau! Wir machen jetzt eine kleine Werbepause. Ihr könnt euch währenddessen MC Holt und sonst was angucken. Ich habe keine Ahnung, was sie dann macht. Und wir sind dann zurück nach den nächsten 20 Spots. Also dann, bis später, meine Leute. Ciao.